Willkommen zurück zu Demokratie 3. Hier ist wieder Fabi. Und wir gehen jetzt gleich mal in die nächste Runde. Ups, unser Bruttoinlandsprodukt lässt wieder nach. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Wir haben den Angriff auf eine Ölpipeline. Das verschlechtert unsere Ölversorgung und unseren Einfluss bei den Patrioten. Die Armut steigt, die Arbeitslosenzahlen sinken. Wir haben 67% der Stimmen hinter uns. So. Also, was können wir tun? Oh, wir haben auf einmal einen Überschuss von 29 Milliarden. Das ist natürlich hübsch. Den will ich jetzt natürlich nicht gleich wieder an die Wand fahren. Aber das ist mir noch nicht genug. Ich will die Treibstoffsteuer noch erhöhen. Man sieht ja auch, ich kann hier ziemlich viel reinhauen, ohne dass sich unser Bruttoinlandsprodukt merklich verschlechtern würde. Macht uns natürlich bei den Autofahrern unbeliebt. Einmal deren Einkommen und dann die Mitgliedschaft in unserer Partei. Die Umweltschützer stehen natürlich drauf. Also ich mache das jetzt nicht unbedingt, weil ich die Umweltschützer befürworten will, sondern ich brauche mal irgendeine Abgabe, die eben nicht dem mittleren Einkommen und den Kapitalisten ans Bein pisst. Deswegen jetzt hier ab hier Treibstoffsteuer erhöhen. Dann haben wir nämlich vielleicht mal wenig Geld. Dann könnten wir auch in der Bonität nämlich wieder hochgestuft werden, dann müssen wir wieder weniger für unsere Schulden bezahlen und das ist dann so ein, das zieht dann ziemlich langen Rattenschwanz nach sich. Wir haben immer noch gut die Obdachlosigkeit, werden wir glaube ich jetzt gut in den Griff kriegen, weil wenn wir die noch los haben, dann gehen auch unsere Arbeitslosenzahlen immer so sehr hoch. Ich weiß bloß noch nicht so ganz, was ich gegen die Fettleibigkeit machen will. Vielleicht müssten wir doch mal unser Gesundheitssystem ein bisschen hochdrehen. Ich glaube, wir sollten nächste Runde mal ein bisschen an unserem Gesundheitssystem drehen. Gut, jetzt kriegen wir den Alkohol wieder unter Kontrolle, das ist schön. Die Internetkriminalität werden wir auch bald ausgemerzt haben. Wir haben immer noch. Kann doch gar nicht sein. Ja, natürlich, wir haben ziemlich viel Armut im Land. Ich habe ja jetzt die Steuer erhöht. Das heißt, wir könnten vielleicht trotzdem nochmal hier die. Die Arbeitslosenunterstützung erhöhen. Also diese Runde zwar nicht mehr. Das werden die Kapitalisten wieder hassen. Aber denen bin ich eh nicht mehr beliebt, deswegen. Es gibt halt auch nicht viel, was man tun kann, um die Kapitalisten glücklich zu machen. Vielleicht hier die Körperschaftssteuer ein bisschen senken, aber über Steuersenkungen brauchen wir angesichts dieses Wertes momentan gar nicht nachdenken. Die Frage stellt sich nicht. Gut, unser Bruttoinlandsprodukt steigt und unsere Bonität wurde hochgestuft. Wir sind jetzt wieder bei B. Das ist sehr gut. Sehr, sehr gut. Das heißt nämlich für uns, stufen unsere Bonität als B ein. Unsere Ausgaben gehen runter, unsere Einnahmen gehen hoch, das heißt, unsere Schulden gehen runter. Und jetzt sehen wir hier auch, was das ausmacht überhaupt. Unsere Zinsen, die wir jetzt nicht mehr bezahlen müssen. Einwandfrei. Wie sieht's aus? Wir haben jetzt einen Überschuss von 41 Millionen
jedes Quartal. Milliarden meine ich. Was können wir also tun? Ich wollte ja das Gesundheitssystem ein bisschen verbessern. So ist, glaube ich, schon ganz gut. Wirkt nochmal den Arbeitslosenzahlen entgegen. Gut, da ist die Änderung minimal. Das ist in Ordnung. Gut, ganz schlecht ist es natürlich für die private Gesundheitsvorsorge. Aber die Fettleibigkeit wird auch gut gedrückt. Also erhöhen wir die. Ja, hier könnte man die Drogen legalisieren. Würde aber wieder unsere Kriminalität erhöhen im Land. Das Kindergeld. Will ich jetzt eigentlich nicht ändern. Kindergeld senken. Ja gut, das macht auch bei den Kapitalisten fast keinen Unterschied. Das Referat für Sozialbetrug ist auch noch gut am Arbeiten. Unsere Schadstoffbekämpfung. Was haben wir denn noch so? Das sind ja, glaube ich, diese Agrarsubventionen. Die haben wir ja gesenkt. Da die ja die Fettleibigkeit wieder erhöhen. Genau, Recycling. Wer zum Teufel braucht Recycling? Weg damit. Spart Geld. Was war das? Das ist, glaube ich, die Arbeitswoche. Die wirkt sich halt negativ auf unsere Gesundheit aus. Hier sieht man es dann auch, was sich alles so negativ auf unsere Gesundheit auswirkt. Es ist doch einiges. Und die wirkt sich natürlich wieder schlecht auf unsere Produktivität aus. Die Arbeitslosenzahlen werden gefördert durch schlechte Bruttoinlandsprodukt, durch Immigration, durch die schlechte Produktivität, durch die hohe Arbeitslosenunterstützung. Ist logisch, ich habe jetzt die Arbeitslosenunterstützung aufs Maximum fast gezogen. Und folglich wollen halt die Leute lieber zu Hause faulenzen, als zu arbeiten, weil sie da ja einen Haufen Geld kriegen. Das ist gut. Ist eigentlich in Ordnung. Was wir jetzt hier so haben. Deswegen gehen wir mal in die nächste Runde und schauen, was passiert. Gleichgeschlechtliche Ehe verbieten. Totaler Nonsens. So. Wir sind weiterhin mit B eingestuft. Die Fabi-Partei Deutschlands hat jetzt 11,5 Millionen Mitglieder. Eigentlich schon mal gut. Das heißt, wir haben mehr Mitglieder als die, die es nicht hinbekommen. Die Opposition. Also, nicht schlecht. Ach, der wieder mit seinem Tutorial, der geht einem auch auf den Senkel. Das ist das Einzige, was in dem Spiel fehlt. Man kann das Tutorial nicht abschalten. Wir haben 68% Zustimmung in der Gesellschaft. Gut, unsere Arbeitslosenzahlen gehen runter. Die Armut würde ich gerne noch weiter drücken. Die Kriminalität eigentlich auch. Was ist denn mit unserer Kriminalität? Gut, sie sinkt jetzt ganz langsam. Unsere schlechte Gleichberechtigung, ja, alles, was irgendwie privat ist, ist schlecht für die Gleichberechtigung. Vielleicht sollte ich doch die Umsatzsteuer ändern.
Ich glaube, das Problem ist hier eher die Alkoholsteuer, die so hoch ist. Müsste man halt mal gucken. Umsatzsteuer. Ist natürlich ganz schlecht für die Gleichberechtigung. Wie viel Geld haben wir noch? 52 Milliarden Überschuss. Ja, schau doch mal einer an. Dann werden wir jetzt mal die Umsatzsteuer ein bisschen senken. So auf 30 Milliarden, würde ich sagen. Mögen dann die Kapitalisten auch. Das ist auch schön, dass man mal was für die tun. Die Lebensmittelmarken werden natürlich voll reingebläut hier. Die Arbeitsrechte sind bei uns immer noch pro Gewerkschaft. Würde unsere Produktivität natürlich schön erhöhen, ne? Ich glaube, wir machen das mal. Wir haben ja noch genug politischen Einfluss. Zack. So. Weil wir müssen unsere Wirtschaft in Gang bringen. Wo ist denn jetzt überhaupt unsere Wirtschaft? Unsere Währungsstärke? Okay. Unsere Währung ist zu stark, das wirkt sich schon wieder negativ aufs Bruttoinlandsprodukt aus. Die Forschung. Wollen wir vielleicht mal noch ein bisschen Geld für Forschung ausgeben? Machen wir gleich mal nächste Runde, wenn wir mal sehen, wie viel Geld wir da noch haben. Gut. Wir haben den Nobelpreis. Steigert unser BIP. Die Patrioten, die Liberalen. Unsere Bonität wurde nochmal hochgestuft. Wir sind jetzt bei BB. Auch gut. Wir haben jetzt 16 Millionen Mitglieder in der Partei und eine Zustimmung von 72%. Jetzt möchte ich mal mein Sicherheitsbriefing reinschauen. Gut, die Battenburg-Gruppe, das ist diese, das sind die militaristischen Kapitalisten. Die haben schon mal 40 Mitglieder. Das heißt, da muss ich aufpassen auf diese Gruppe, dass ich den Kapitalisten nicht noch mehr ans Bein pinkel. Was sieht er hier eigentlich ganz gut aus? Gut, die Konservativen. Die haben halt immer noch das Problem mit diesen Straßenaufständen. Aber die gehen ja zum Glück sehr langsam, aber sie gehen zurück. Die Internetkriminalität werden wir bald eingedämmt haben. Klar, das kommt durch unsere hohe Technologie im Land. Das einzige Problem ist unser Alkoholmissbrauch. Kriegt die Leute nicht vom Alkoholtrinken weg. Die müssen jetzt schon wie viel Alkoholsteuer bezahlen? 60%! Und Alkohol gibt es erst ab 21 und trotzdem haben wir immer noch ein Alkoholproblem im Land. Die Fettleibigkeit bauen wir langsam ab. Schön. Und wir haben immer noch einen Überschuss von 46 Milliarden Euro. Damit könnten wir jetzt natürlich mal ein bisschen was machen. Bloß was, stellt sich jetzt mal wieder die Frage. Mal gucken, was wir noch so integrieren können. Eine Hybrid-Auto-Initiative. Das ist doch, glaube ich, eine gute Idee. Da wir uns ja bei den Autofahrern schon unbeliebt gemacht haben, machen wir halt jetzt mal was, um uns bei den Autofahrern wieder beliebt zu machen. Und die Umweltschützer stehen auch noch drauf, ne?
Besser geht's doch gar nicht. Geben wir die mal frei. Was können wir denn noch so integrieren? Eine Luxussteuer. Das wäre, glaube ich, keine gute Idee. Kapitalertragssteuer. Die wäre natürlich nicht schlecht. Aber ich glaube, die hassen alle. Wenn ich die jetzt implementiere und sie ist scheiße. Was? Eine Fernsehsteuer. Die habe ich mir bestimmt mit irgendeinem Mod eingefangen. Da ich mir zwei Mods für das Spiel runtergeladen habe. Einmal Griechenland und einmal Österreich. Die möchte ich vielleicht auch irgendwann mal noch spielen und an die Wand fahren. Ich denke gerade echt drüber nach, ob ich eine Kapitalertragssteuer einführe. Die gesundheitlichen Vergünstigungen kosten uns halt einen Haufen Geld. Ich würde sagen, wir führen erstmal die Steuer ein und können dann nächste Runde noch gesundheitliche Vergünstigungen einführen. Ich glaube, die lassen wir auch so, da drehen wir gar nichts groß dran. Oder setzen wir sie ein bisschen runter. Wenn sie uns 9 Milliarden bringt, reicht ja auch. Dann sind alle nicht so extrem. Oh, schade. Das wirkt sich extrem negativ auf unser BIP aus. Dann lassen wir sie trotzdem so. Das war ja irgendwie der Mutterschaftsurlaub. Genau, den haben wir ja auf 3/4 Lohn gekürzt, um unsere Produktivität zu erhöhen. Recycling haben wir ja auch schon so gut wie gekickt. Was war das hier? Energieeffizienz, okay. Wie hoch sind unsere Subventionen für saubere Energien? Kürzen wir halt die hier noch ein bisschen. Und dann gehen wir mal in die nächste Runde. Gut. Unser Bruttoinlandsprodukt zieht weiter an. Die Gesundheit ist weiterhin bescheiden. Die Bildung, okay. Die Armut sinkt leider nicht mehr, genauso wie die Kriminalität. Aber wir haben jetzt den Technologievorsprung. Was unsere Produktivität nämlich hochschiebt. Wir sind immer noch mit BB eingestuft. Haben jetzt 18 Millionen Leute in der Partei. Das ist gut. Wir sind auf einem guten Weg. Oh, schaut euch mal unseren Überschuss an. Und das nur dadurch, dass wir jetzt ein Das sind jetzt hier die grünen Icons, von denen ich in der ersten Folge gesprochen habe. Das ist jetzt unser Technologievorsprung. Der wirkt sich eigentlich auf alles positiv aus. Jetzt gucken wir uns nochmal unser Gesundheitssystem an. Hat hier irgendjemand ein Problem damit? Wieder die Reichen und die Kapitalisten. Das Problem ist, denen kann man eigentlich nie etwas recht machen. Alles, was man für Leute macht, sind die dagegen. Pfeift auf eine private Gesundheitsvorsorge. Wir pulvern alles ins staatliche System. Wie viel kostet uns das jetzt? Ach, das sind lumpige 6 Milliarden pro Quartal, also... Ich bitte euch, dann machen wir das. Kann man noch irgendwas Sinnloses einführen? Eine Mietpreisbindung? Nee, auf keinen Fall. Kostenlose Augenuntersuchungen? Bewaffnete Polizei. Man könnte natürlich auch die Todesstrafe irgendwann mal wieder einführen.
wenn wir das mit der Kriminalität überhaupt nicht in die gebacken kriegen. Und ich würde sagen, wir führen mal noch die Telearbeitsinitiative ein. Pendler stehen da natürlich überhaupt nicht drauf. Es erhöht meine Beliebtheit bei den Pendlern, aber Pendler treten infolgedessen aus meiner Partei aus. Kann mir das bitte einer erklären? Dann lassen wir das mal so. Gut. Und die nächste Runde zeige ich euch dann in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen und ciao, sagt Fabi.